nochmal an alle, die heute mit hierher gekommen sind, von mir. Ich bin die Geschäftsführerin vom NABU Landesverband. Ich werde jetzt mal versuchen, so ein bisschen den größeren Rahmen dessen zu spannen, was Tesla mit uns allen anstellt. Auf das Direkte hier vor Ort wird meine Kollegin vom NABU Fürstenwalde, Nadine, nachher nochmal eingehen. Vielen Dank auch, dass ich mit hier sein darf letzten Endes. Tesla beschäftigt uns alle. Tesla beschäftigt uns alle ja schon sehr lange. Manu Heuer hat einige Sachen aufgezählt, die hier abgelaufen sind und die alle zum großen Teil sehr merkwürdig gelaufen sind. Eins will ich aber trotzdem sagen, wir sind als NABU nicht gegen eine Mobilitätswende. Aber Tesla ist es nicht, was die Mobilitätswende macht. Und das muss unsere Politik endlich erkennen. Es kann nicht sein, dass mir Politiker sagen, ist doch gut, dass Tesla kommt, jetzt passiert endlich mal was in der Automobilindustrie in Richtung Elektrifizierung. Das ist die Aufgabe der Politik, hier was zu ändern. Und dass die Politik da einfach nur schläft. Das sehen wir in jeder Diskussion, die wir führen. Unsere Umweltverbände haben eine Volksinitiative zur Mobilitätswende gemacht mit klaren Ansagen, was wir brauchen an zum Beispiel Lastverkehr runter von den Straßen, an mehr öffentlichen Personal, öffentlichen Nahverkehr. Das wird einfach immer wieder weggewischt. Wir werden von Diskussionsrunde zu Diskussionsrunde vertröstet. Aber Elon Musk kriegt alles hinterhergeworfen. Da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht im System. Das Traurige daran ist, dass die Politik offenbar immer noch den alten Fehlern hinterherrennt. Ich habe oft genug auch von Herrn Steinbach gehört, jetzt geht's richtig los in Brandenburg, jetzt haben wir endlich die Investitionen, die wir brauchen, um mit NRW und anderen Bundesländern mithalten zu können. Wo sind wir denn? Wir sind hier in den Bundesländern, die das Tafelsilber haben, was Leute wie Michael Suko nach der Wende mit Händen und Füßen verteidigt haben, es geschafft haben, Naturschutzgebiete einzurichten, Großschutzgebiete einzurichten, die genau das bewahren sollen. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wenn meine Kollegen aus NRW herkommen, um uns zu besuchen, ich komme mit denen keine 10 Meter weit bei einer Exkursion, weil die sich über jeden Vogel, über jede Feldlerche und über alles freuen, was sie bei sich nicht mehr haben, weil da die Industrie schon weit fortgeschritten ist. Warum zum Teufel erkennt das unsere Politik nicht? Unsere Naturschutzgebiete sind das, was unseren Wert ausmacht und das, was wir erhalten müssen und das, wovon wir alle auch in Zukunft profitieren werden. Wir sind einer der Partner im Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände. Viele von euch kennen das und helfen uns auch, Stellungnahmen zu schreiben. Allein 2021 sind über dieses Büro 1610 Verfahren gelaufen, wo irgendwer irgendwas beantragt hat, was irgendwie mit Naturschutz, Umweltschutz zu tun hatte, wo die Naturschutzverbände zu beteiligen waren. Genau 2 dieser Verfahren hatten mit Unterschutzstellung zu tun, also waren für die Natur gedacht. Ich nehme an, Sie können selber rechnen, wie viel übrig bleibt, was gegen die Natur ging. Das kann in einem Land wie Brandenburg eigentlich nicht wahr sein, weil gerade Corona hat uns gezeigt, wie auch gerade, weil wir Berlin in unserem Herzen haben, wie wichtig die Natur für jeden auch zur Erholung ist. Und gerade Tesla steht in einem Loch eines Landschaftsschutzgebietes. Wie das entstanden ist, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, Sie wissen es. Und die Erweiterungsflächen für die Logistik sollen von diesem Landschaftsschutzgebiet noch mehr abgraben. Dass wir das eigentlich nicht erlauben dürfen, ist vollkommen klar. Und wenn man sich mal die Landschaftsschutzgebietsverordnung ansieht, da gestatten Sie mir jetzt, dass ich ablese, weil das ist so viel Satire, das konnte ich einfach mir nicht auswendig merken. In der Landschaftsschutzgebietverordnung, der Zweck nach § 3 dieser Verordnung ist, die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes.
Ich weiß nicht, welchen Beitrag Tesla dazu leistet. Ist mir noch nicht klar geworden. Unter Punkt A, ich will nur ein paar Auszüge daraus lesen, heißt es dann, insbesondere gilt das für die Lebensraumfunktion der Quellen, der Stand- und Fließgewässer einschließlich ihrer Uferzonen, der Altarme und der Moore sowie der Wälder, auch naturnahe Kiefernwälder, eben wiederherzustellen und erhalten. Sehen Sie sich das Gelände von Tesla an, sehen Sie sich an, was drumherum passiert. In quasi vom Gelände aus in Spuckentfernung finden Sie die Löcknitz, eins unserer artenreichsten Gebiete, was wir in Brandenburg haben, wo unglaublich viele Ehrenamtliche sich seit Jahrzehnten, entschuldigen Sie den Ausdruck, den Arsch aufreißen, um da noch Arten zu erhalten. Und diese Gebiete hängen maßgeblich davon ab, dass sie Wasser bekommen. Teilweise werden die aus Quellen des zweiten Grundwasserleiters gespeist. Das heißt, alles, was wir an Grundwasser, an Trinkwasser abzweigen, beeinträchtigt eben auch diese Gebiete und zerstört den Artenschutz. Und das Perverse daran ist, eine Firma, die behauptet, für Klimaschutz einzutreten, sorgt für die Austrocknung unserer Moore. Jeder, der Zeitung liest, weiß, was das mit CO2-Emissionen macht. Und die gehen nach oben, anstatt nach unten, mit jedem Tesla, der gebaut wird. Ich will noch ein paar weitere Satire-Zitate aus der Landschaftsschutzgebietsverordnung zum Besten geben. Eins davon heißt, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume, vor allem als Lebensraum störungsempfindlicher Tierarten, großer mit großen Arealansprüchen zu schützen. Wie es jetzt um Ihre Umgebung aussieht, das wissen Sie selbst. Die Grundwasserneubildung und das naturnahe Abflussgeschehen soll gestärkt werden. Die ökologische Funktionsfähigkeit der Böden, was Tesla mit den Böden macht, hat Manu Heuer an verschiedenen Stellen wiedergegeben. Das Regionalklima in seiner Ausgleichsfunktion für den Ballungsraum Berlin soll geschützt werden. Und es ist auch als Beitrag zum Schutz der im Gebiet liegenden FFH-Gebiete, wie beispielsweise das Löcknitztal, gedacht. Der Zweck ist zudem der Erhalt der Vielfalt, der Eigenart und Schönheit der allseitig geprägten Landschaft. Es tut mir leid, also ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, wenn ich das lese und dann Kollegen von der LEG bei mir im Büro sitzen habe, die im Auftrag von Tesla versuchen, uns davon zu überzeugen, dass es eine ganz dolle Idee ist, nochmal 100 Hektar Wald abzuholzen, um einen Güterbahnhof zu bauen, der zuvor auf dem Tesla-Gelände des jetzigen B-Planes gebaut werden sollte und als ganz großer Wurf immer mitverkauft wurde mit Tesla ist ja so weitsichtig, dass sie sogar alles über die Schiene machen wollen und deswegen planen sie einen Güterbahnhof hin. Plötzlich passt er gar nicht mehr auf das Gelände. Am Ende waren sogar wir schuld, dass der nicht mehr aufs Gelände passt, weil aus Versehen haben sie aufgrund unserer Anregung das eine Regenwasserauffangbecken dahin gebaut, wo der Bahnsteig hin sollte. Also entschuldigen Sie mal, wer plant denn da? Und wer unsere Stellungnahmen gelesen hat, der weiß, dass wir in der ersten Stellungnahme schon geschrieben haben, dass das Verkehrskonzept Bullshit ist. Ja, Bullshit! Bullshit! Und alles, was wir dann von der LEG hören, ist, das konnte ja keiner ahnen, dass das so kompliziert wird mit der Bahn. Leute, wir haben es in der ersten Stellungnahme geschrieben. Ja, aber da waren ja Planer am Werk, die wussten es ja besser. Ja, hallo? Jetzt sehen wir genau das Resultat, was wir immer befürchtet haben. Aber glauben tut uns irgendwie immer noch keiner. Und nach wie vor gibt es ein Wahnsinnsproblem in unseren Verwaltungsbehörden, was wir immer wieder sehen, weil sie alle mit Tunnelblick unterwegs sind und Scheuklappen haben und auf gar keinen Fall auf den Tellerrand des anderen gucken wollen. Das war bei Manu ja auch schon das Thema, man muss mal über den Tellerrand blicken. Das machen die aber nicht. Das sind nämlich gute Beamte. Die fragen als erstes, bin ich zuständig? Und wenn ich zuständig bin, wie kann ich das vermeiden? Und ich finde es wirklich traurig, weil in den Behörden sitzen tatsächlich kluge Menschen, die aber teilweise tatsächlich durch System, ja, ich will mal sagen, so eine Art kastriert werden.
die einfach nicht sagen dürfen und denken dürfen, was sie eigentlich wollen, die dann wirklich nur noch ihren kleinen Sektor angucken und gar nicht mehr merken, was eigentlich im Großen und Ganzen passiert. Und sie können Natur nicht in Sektoren verteilen. Es geht einfach nicht. Da greift eins ins andere. Und dann kann mir auch keiner erzählen, die Erweiterung des Geländes für den Güterbahnhof hat nichts mit der Erweiterung von Tesla zu tun. Also für viel bekloppt halten die mich eigentlich. Das ist ja eigentlich traurig, ja? Und was ich auch traurig finde an der Geschichte ist, moderne Medizin redet immer von Ganzheitlichkeit und da wird auch mal auf alles geachtet und eben nicht mehr so mit der Schulmedizin. Aber hier bei der Umwelt ist es genau das, was wir tun. Wir doktern mit kleinen schulmedizinischen Sachen dran rum, hier mal eine Ausgleichsmaßnahme, da mal eine Ausgleichsmaßnahme. Aber das große Ganze wird eben nicht mehr mit betrachtet. Und wenn man es mal vergleichen wollen würde, dann würde ich sagen, ja, Leute, wir Menschen benutzen ja, wie man weiß, nur 10% unserer Gehirnmasse. Manche mehr, manche weniger. Aber ehrlich, es ist trotzdem immer irgendwie blöd, wenn in den übrigen 90% sich ein Tumor breit macht. Und es ist immer doof und leider viel zu häufig auch tödlich. Wenn wir das mal übertragen, finde ich schon, dass auch Tesla so eine Art Tumor ist. Ja, ja! Der sich mittlerweile leider unkontrolliert ausbreitet und leider auch schon Metastasen hat. Und das nicht nur hier bei euch in Grünheide, sondern mittlerweile eigentlich ja nicht nur in Brandenburg, sondern auch noch darüber hinaus, wo alles Zwischenlager von irgendwelchen Anlieferungsmaterialien und so weiter sind. Irgendwie täglich erreichen uns irgendwelche Infos von irgendwelchen Ecken Brandenburgs, wo neue Industriegebiete geplant werden und so weiter als Zulieferbetriebe. Manu hat es gesagt gehabt, es muss natürlich auch mehr Wohnraum her, mehr Infrastruktur her. Das zieht alles ganz viel nach sich. Und ja, man kann Wirtschaftsförderung wollen, keine Frage, aber man muss das große Ganze betrachten und im Auge behalten. Und das ist auch der Grund, warum wir als NABU Brandenburg auf unserer Landesvertreterversammlung am letzten Wochenende eine Resolution beschlossen haben und auch vorhaben, den Minister aufzufordern, ein Moratorium einzurichten gegen die Abholzung von Wäldern für jegliche Form von Industrie- und Gewerbeansiedlung. Ich habe einige Ausdrucke mit, wer es haben will, kann es nachher sich gerne nochmal bei mir holen. Aus unserer Sicht geht es überhaupt gar nicht, dass wir immer noch Wälder abholzen. Andererseits erzählt mir das Klimaschutzministerium, dass sie in den nächsten paar Jahren 70.000 Hektar Wald erst aufforsten wollen als Klimaschutzmaßnahme. Ich weiß nicht genau wo. Also irgendwo zwischen den Solaranlagen, die natürlich nicht beschattet werden dürfen und so weiter, wird schon Platz geben. Die haben da bestimmt einen Plan. Wäre ja das erste Mal. Aber insofern besteht einfach Handlungsbedarf. Und Leute, wir haben so geile Wissenschaftler bei uns im Land, die es wirklich eigentlich besser wissen. Wir haben zum Beispiel Pierre Ibisch an der Hochschule in Eberswalde, der genau an dem Thema forscht. Was machen eigentlich Wälder im Klimawandel? Und da gibt es Untersuchungen von ihm, die zeigen, dass auf dem Kahlschlag im Vergleich zu einem benachbarten vitalen Wald im Sommer die Temperatur 23 Grad höher ist. Wir sorgen gerade massiv dafür mit jedem Baum, den wir fällen, dass wir unsere Erde weiter erwärmen. Und diese Erwärmung wird auch nicht dadurch gelöst, dass wir irgendwo eine Ersatzpflanzung machen, weil auch die braucht Jahrzehnte, bis sie überhaupt zu diesem Status kommt. Das heißt, ganz klar, wir müssen alles dafür tun, unsere vitalen Wälder vital zu erhalten, aus unseren Wäldern auch Wälder zu machen, die durch mehr Unterbau, mehr Schichten eben mehr Wärme abpuffern können und so weiter. Und das ist ein großes To-Do, was wir wirklich alle haben. Und es kann nicht sein, dass wir hier einfach nur aus Profitgründen Einzelner dann das Ganze aufs Spiel setzen und damit uns alle letzten Endes in Gefahr bringen. Ja. Soweit für euch erstmal.